Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm. So, hallo, hier ist wieder der Hesse-Manni. Wir sind hier unterwegs hier in einem Segelflieger in Bayern. In Niederbayern, Oberbayern, Nähe Chiemsee. Und ich habe hier einen guten Pilot bei mir. Wie der Hesse-Manni, ist Arne Hesse. Der Hesse-Markus. Der Hesse-Markus, genau. Ja. Sonst wäre ich nicht eingestiegen in den Vogel. Ja, fragt doch mich, wie es mir geht. Das seht ihr doch an, oder? Ich bin nass geschwitzt, nass geschwitzt. Ich kann es euch empfehlen, es ist eine Reise wert, ja, aber boah, davor würde ich nichts essen und auch nichts trinken. Der Wind ist ziemlich holprig, könnte mal ein bisschen ausgebaut werden, aber ist halt ein bisschen schwach, okay, mein Gott. Es ist so wie Mountainbike-Fahrt, ja. Ist ein Rennrad. Rennrad kann jeder, aber Mountainbike ist mir mal ein bisschen hoch und runter, sozusagen. Ich zeige euch gerade mal, nicht, dass ich euch was vom Gipskirch erzähle. Also hier so die Aussicht hier. Seht ihr da hinten jetzt hier den Chiemsee? Ja, also wirklich ein tolles Panorama. Ich kann es nur empfehlen. Aber bitte schließt vorher die Versicherung ab. Ja, aber es nützt eh nichts, weil wenn es abwärts geht, ist eh dann vorbei. Also braucht ihr keine Versicherung. Deswegen nur immer den Moment genießen. Ich setze mal Brille ab, dass ihr mich besser seht. Das ist ja hier schon die Alarmglocke bei dem Vogel, die leuchtet schon auf hier. Ja, oh, oh, ja, ich meine, oi, 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 da drückt es einen in den Sitz nach. Hui. Ja, also ich weiß nicht, ich muss mal Kontakt mit dem Flugmeister handeln, wann es da wieder abwärts geht. Das ist schon. Ja. Adrenalin pur ist das. Ja, ich meine, das ist eine schöne Aussicht, was man hat. Jetzt hätten wir um den Flügel. Machen wir mal die andere Seite, jawohl. Jawohl. Ja, da bleiben einem manchmal die Worte weg, weil ist die Höhenluft. Die Höhenluft, ja. Ich bin ja hier in dem Apparat hier festgeballert. Da habe ich hier die Dose öffnen. Es ist schon nicht einfach. Ich vertrage schon viel, aber das. Boah. Und es ist warm. Es ist warm. Aber ich glaube, ich lege mal Filmkamera weg, nicht, dass ich mir noch aus den Händen kriege. Wir sehen uns wieder beim nächsten Film. Hesse Manni auf dem Boden ist der nächste. Bis dann. Drückt mir die Daumen, dass ich wieder heil runterkomme. Euer Hesse-Manni.